Moin moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. Und nach dem Stream gestern müssen wir uns heute ein bisschen darum bemühen, voranzukommen. Also, ich habe Lisbeth auf Feld 16 geschickt zum Mähen, denn wir haben zwar 3:30 nachmittags, aber Mähen und Schwadern und in Silo kippen werden wir noch schaffen, also sprich Silage machen. Wir werden das ganze Gras hier reinschütten, aber was wir jetzt als erstes machen müssen, ich meine, Franz ist am Sehen, weiterhin auf der 2. Wir werden uns aber mal nach oben begeben, wir werden mal den kleinen IHC holen. Ich hoffe, der schafft das, denn wir müssen einmal zum Shop, wir müssen neues Saatgut holen. Und wer bietet sich dazu mehr an als er hier? So, aber vielleicht sollte ich da den Frontladerarm hier lassen. Warte mal, wir stellen ihn mal hier ab. Ups, falsche. So. Zack, weil den brauche ich eigentlich nicht mitnehmen. Achso, ich muss. Sekunde. Zack, zack. Ich hatte nämlich festgestellt, dass ich kein Curseplay mehr drauf hatte. Das war ganz geil, weil wenn man nämlich etwas mit Curseplay machen will, ist das richtig blöd, wenn man es nicht drauf hat. Ich wollte gerade sagen, du hast doch mehr als die kleinen Gänge. Was ist denn da los? Ich habe nämlich mal diesen Mod mit draufgenommen für mehr Fahrzeugrealismus, heißt es, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Sprich, der Schlepper schaltet. Also, es ist ein schaltendes Automatikgetriebe. Ich habe keine Schaltkonsole und deswegen lasse ich den Schlepper quasi automatisch schalten. Wobei der mir bei 13... Ah, jetzt. Ah. Ist jetzt aber, was das angeht, nicht ganz so pralle. Klingt ein bisschen komisch. Oh, und bergauf findet er gar nicht toll, oder wie? Das Schöne ist ja, dieser Mod in Verbindung mit reellem Ladevolumen oder Ladegewicht ist natürlich auch geil. Kommt da wieder die Strecke nicht, die Dinger nicht hoch. Na, gib Gas. Du musst es schalten, bitte. Ja, nun. Okay. Es ist ja geil. Ich kann, wenn ich das Gaspedal leicht lupfe, dafür sorgen, dass er schaltet. Okay. Ich werde ihn mal ausprobieren. Also ganz überzeugt. Ich habe es beim Mähen gemerkt, beziehungsweise beim der Aussaat. Also ich habe ja die beiden Helfer angeschaltet vorhin. Da habe ich schon gemerkt, da hat er doch einiges zu tun. Okay. Er hat auch hier einiges zu tun. Zwei Anhänger und IHC. Ich glaube, das wird nichts. Sollte es wieder eine Wir bleiben am Berghang hängen Folge werden? Nee, wird es nicht. Ich bin mal gespannt. Also, der Mod, ihr findet ihn auf dem Mod-Hub, der baut sich quasi selber in die Fahrzeuge ein. Erstens mal berücksichtigt er die Reibwiderstand der Reifen, berechnet das Ganze ein bisschen anders, je nach Untergrund, je nach Wetterlage etc.
Und dann kümmert er sich auch darum, dass es halt einmal einen Schaltvorgang gibt. Ne, in dem Fall halt einen automatischen Schaltvorgang. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Müsst ihr mal reinschauen, müsst ihr mal reinlesen. An sich gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, ich werde das Ganze mal im Auge behalten. Weil gerade in Bezug auf erhöhtes oder reelles Ladevolumen ist natürlich ein Mod, der jetzt nochmal die Fahrzeugperformance beeinträchtigt. So ein bisschen so eine kleine Sache. Hey, der Dost, was haben die denn alles bestellt? In dem Fall ist es gut, dass ich hier mit beiden Anhängern gekommen bin. So, wir machen da mal auf, da mal auf. Achso, können wir mal hier? Der auch? So, mal gucken, dass der das auch gleich alles zieht. Also, ich würde sagen, wir packen tendenziell vorne die drauf. Und was haben wir hier eigentlich gekauft? Herbizid und Fertilizer. Also Dünger und Pflanzenschutzmittel. Und unsere Wanne. Kann ich die eigentlich einfach? Ja, okay, das ist gut. Das ist ja noch die Trinkwanne für die Tiere, die wir mitnehmen müssen. Aber ich muss jetzt erstmal gucken. Wir müssen erstmal jetzt hier mit dem Thorion 956... Und Curseplay, was ich hier vorher ausmache, weil das brauchen wir nicht. So. Mal gucken, wie sich der Klaas Radlader verhält. Ja, mal ein bisschen weiter drüben anfahren. Ich meine, man muss ja nicht so genau sein. So. Das Verladen der Palettengabel wird interessant, weil ich glaube, wenn ich es jetzt richtig weiß, ist das Ganze für den Radlader, den wir am Hof haben, und nicht, also, Moment, das ist eine Radladeraufnahme. Ey, könntest du mal bitte aufhören vorzurollen? Dankeschön. Man sollte einfach gerade anfahren. Yes. Yes. So. Dann klappt das nämlich auch. Nee, wie gesagt, wir haben... Ach, der lenkt hinten noch mit? Was hat denn der bitte, warte mal, was hat denn der für einen Wendegradius? Das ist ja geil. Okay, der ist cool. Der gefällt mir. Stimmt, die Palettengabel ist ja gar nicht für einen Hof. Die Palettengabel ist ja für hier, dass wir... Nee, Moment, das macht keinen Sinn. Sie ist doch für einen Hof. Verdammt, ich habe mir eine Palettengabel bestellt. Ich weiß es gar nicht. Ja doch, müssen wir ja. Klar, natürlich. Wir haben ja den... Flüssigdünger. Ja klar. Und dafür brauchen wir das doch. Ja, natürlich. Ich bin mir schon unsicher, was wir bestellt haben. Hier liegt noch Werkzeug rum. Weil die beiden Paletten, klar. Die Wassertrug auch. Saatgut, logisch. Aber bei der Ballengabel jetzt war ich mir unsicher. Okay, jetzt ist er eh verbogen. Jetzt ist er eh zu spät. Ich sollte mal gerade anfahren. Dann passt das auch besser mit dem Rausfahren. So. Ue. Wo... Wir aber hier gerade so locker flockig beim Verladen sind. Erstens muss ich sagen, wir liegen gut in der Zeit. Deswegen habe ich Lisbeth ja schon auf die Wiese geschickt, dass sie die noch mäht. Dass wir die noch reinkriegen, das sollte locker passen. Wobei wir halt wirklich... Also ich merke so langsam, der eine Schlepper, den wir hatten. Wir hatten ja den Arion zum Ausprobieren am Hof. Und es ist tatsächlich
so, dass ich sagen muss, einen Schlepper noch mehr haben wäre echt sinnvoll. Und zwar einen ordentlichen Schlepper in Bezug auf die großen Anbaugeräte. Ordentlicher Schlepper bedeutet, dass wir uns da vielleicht einen Arion, allerdings einen 600er Arion zulegen. Wenn wir uns nicht sogar, da könnten wir mal ganz kurz, wenn wir hier schon mal bei dem Müller sind, wir sind, gehen quasi mal in den Shop, könnten wir eigentlich sogar überlegen, denn wir haben ja einmal hier, wo ist er? Hier. Wir hätten einmal ja den hier. Den 600er Arion. Wenn wir uns den jetzt konfigurieren, ich sag jetzt mal, wir konfigurieren ihn. Ja, nee, ist klar. Achso, der kann gar keine, okay. Wenn wir ihn jetzt zum Beispiel so konfigurieren würden, wobei, ja, vielleicht sogar ohne Radgewichte, oder? Radgewichte, nicht Radgewichte, ohne Radgewichte, sagen wir ihn so. Dann GPS natürlich rein, klar, logischerweise. Dann wollen wir natürlich auch einen 660er haben, sprich 205 PS. Frontlader in dem Falle, nee, oder? Was haben wir als Frontlader? Nee, wir haben den kleinen. So, dann wären wir bei dem bei 165.000 Euro. Ja, kann man. Allerdings 205 PS. Ein 5-Char-Flug geht mit 180 PS. Ein 6 Meter Grubber geht auch, gezogen. Hat auch 180 PS. Wäre auf jeden Fall schon mal ein Schlepper, der in Frage kommt. Wir könnten natürlich jetzt auch, klar, der Basispreis ist höher, wir könnten wechseln. Wir könnten sagen, scheiß auf den Arion, wir holen uns gleich einen Axion. Der Ganze ist natürlich ein bisschen größer. Auch hier gehen wir bei, sagen wir mal, Mitas Räder. Ich finde die irgendwie schick. Mitas oder Michelin? Na, wir sagen Mitas. So, sagen wir hier Breitreifen. Ohne Radgewichte. Ja, so, nehmen wir einfach breit. So. Macht schon was her. GPS, klar. Axion 870er. Das heißt, wir haben 295 PS, kosten 246.000 Euro. Also fast 100.000 mehr für gerade einmal 90 PS mehr. Gerade einmal. Der Axion ist natürlich vom Motor her deutlich besser. Ne, ein bisschen mehr Power drin. Weil die Alternative zu ihm, oh, wäre ein John Deere 6R. Nee, die Alternative zu ihm wäre halt, den ganz großen Axion zu nehmen. Ich meine, Xerion, nein. Xerion kommt nicht in Frage, viel zu teuer. Aber das andere, die andere Alternative wäre halt er hier. Der große, sagen wir auch mal mit Mitas, mit Breitreifen. Mit GPS und als 960er. Damit wären wir bei 445 PS, würden aber auch 356.000 Euro zahlen. Ist halt die Frage. Es ist halt die Frage, ob ein kleiner Schlepper, also ein 600er mit 205 PS, ausreicht oder ob wir sagen, wir gehen auf den Axion. Zahlen 90.000... 90? Nee, gar nicht wahr. Zahlen 80.000 Euro mehr für einen Schlepper, der im Endeffekt 90 PS mehr hat. Und da stellt sich mir echt die Frage, ist das Ganze sinnvoll? Also, lohnt es sich? Ich meine, klar, die 90 PS nimmt dir keiner weg. Aber du bist halt bei 295 anstatt bei 300. Ne? Ab 300 gibt es dann wieder die nächstgrößeren Geräte. Und ich glaube, es würde vielleicht sogar Sinn machen, dass wir sagen, wir gehen... Sarah? Wieso Sarah? Wo hat Sarah denn jetzt gearbeitet? Egal. Wir gehen auf den Arion, also sprich den 600er Arion mit... 205 PS. Benutzen den erstmal. Haben dadurch die Anbaugeräte größer. Ne, die 180 PS Anbaugeräte. Ich sag jetzt mal, nur mal so als Beispiel. Können wir dann einmal den hier, wobei der auch nur 145 PS, nur in Anführungszeichen, braucht. Das wäre ja quasi der hier. 5-Char-Flug. Weil das hier macht keinen Sinn.
Das wäre dann eher was für den ganz großen. Aber man könnte auf 5 Char gehen, das heißt, man hätte quasi 2,5 Meter anstatt 2 Meter als Flug. Und könnte dann sich noch zusätzlich den hier nehmen, den Frontflug. Dann hätte man, glaube ich, ordentlich Arbeitsbreite, dann würde das passen. Die beiden. Und dann kann man halt schön bei der Scheibenegge beigehen. Und dann könnten wir nämlich die hier nehmen. Die Katros mit 180 PS zum Aufklappen. Ich liebe die. Weil jetzt haben wir 4, dann können wir auf 6 Meter gehen. Und das nächstgrößere wäre, glaube ich, 8,3 Meter. 12 Meter. Ja, hier, sagen wir mal, die Horsch, 12 Meter. Brauchst du 360 PS. Oder 340 für die Federstadt. Also macht deutlich Sinn, denke ich mal, in der Konstellation vorzugehen. Auch bei den Saatmaschinen mit 180 PS. Wir könnten eine 3,6 Meter Starrer nehmen. Ne, 3,6 Meter ist ein bisschen wenig. Aber hier, Federstadt Rapid. Zum Beispiel. Nur mal als Beispiel. 6 Meter, 180 PS. Nächste Saatmaschine, zum Beispiel Horsch Pronto, 270 PS. Gut, wir könnten auch die 12 Meter Lembke nehmen, ne? Würde auch gehen, wäre schneller. Nee, aber das sind halt solche Sachen, die man sehr gut dann austauschen kann. Hier ja auch. Wobei hier könnten wir noch gucken, ob wir vielleicht auf die Kvernaland optimieren. Oder halt gleich, ich sag jetzt mal, Lembken 6 Meter. Wobei die brauchen nicht so viel, ne? Die könnten wir so schon austauschen. Oder halt hier auf die wäre was. 9 Meter Horsch. Und dann später mal, ja, vielleicht mal auf die größeren Horsch dann hier. Die zum Beispiel. Nur mal als Beispiel. Also, ich glaube, dass die Konstellation durchaus Sinn macht, wenn wir jetzt sagen, wir gehen zuerst, holen uns als nächstes einen großen Arion. Zusätzlich. Dann haben wir 180 PS Anbaugeräte. Oder können bis 205 PS die Anbaugeräte holen. Und gehen dann quasi weiter zu einem Axion. Und haben dann, glaube ich, ordentlich Zugkraft, ordentlich Arbeitsleistung für das Ganze. Also ich denke mal, das wäre schon eine sinnvolle Alternative, würde ich sagen. Könnt ihr gerne mal eure Kommentare und eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. So macht es Sinn. Weil das würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, ich tendiere zu dem Weg, sich erst den Arion zu holen und die Anbaugeräte. Erstmal auf dem Mittelmaß. Und dann in die größere Richtung zu gehen. So. Na, mal gucken hier. Rauf das Ganze. Rüber. So. Gut, den Rest brauche ich, glaube ich, gar nicht. Den zweiten hätte ich gar nicht. Ja, doch, 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 für die anderen Sachen. Gut, liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.